you sipping on wine. I can see it in your eyes, you were feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wieder ein kleines Tutorial-Video zu der Eisendrache. In diesem Video, wie ihr im Titel schon bemerkt habt, werde ich euch zeigen, wie ihr den Wolfsbogen bekommt. Und das ist ganz einfach. Als allererstes braucht ihr natürlich den Zorn der Alten. Video dazu wird dann natürlich kommen. Es sei denn, wenn schon draußen ist, einfach vorher das anschauen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr diesen Bogen bekommt. Wenn ihr das ansatzweise schon mal gemacht habt, dann geht's auf jeden Fall schon mal los. Und zwar müsst ihr 4 verschiedene Bilder in einer bestimmten Reihenfolge finden. Das erste Bild ist einmal der Ritter mit den 2 Wölfen. Dann leuchtet das Symbol auf. Das zweite Bild ist der Ritter mit seinem Wolf, der in den Krieg ziehen will. Das ist bei mir hier. So. Vorweg möchte ich euch noch sagen, Leute, dass ihr diese Reihenfolge von den Bildern nicht 1:1 übernehmen könnt. Das heißt, die Reihenfolge ändert sich. Die Spots sind dieselben von den Bildern, aber es ist nicht zum Beispiel wie bei mir jetzt da das erste, da das zweite. Es ist immer verschieden. Es kann hier das letzte sein, da hinten das erste. Es ist immer verschieden. Als nächstes haben wir hier das dritte mit dem Schild. Und dann nur noch das vierte. Das haben wir unten bei der Kirche. Und zwar, die Bilder haben natürlich nebenbei noch eine Geschichte von dem Ritter und dem Wolf, aber die wird irgendwann nochmal im Stream erklärt. Aber vorweg, also mal weiter hier. Das vierte Bild ist das hier, wo der Ritter gestorben ist. Mit ihm natürlich sein Wolf. Und jetzt habt ihr schon den Wolf im Hintergrund gehört. Wenn ihr die Bilder alle fertig habt, leuchtet überall das Symbol auf und ihr hört den Wolf heulen. Das heißt, ihr habt den ersten Schritt schon mal abgeschlossen. Dann als nächstes geht es nach unten und hier öffnet sich die Wand und der Pfeil kommt davor. Dann nehmt ihr den auf mit hier bzw. X mit der Aktionstaste. Dann der nächste Schritt ist natürlich, dass wir einen Wolfsschädel besorgen müssen. Den finden wir unten bei der Rakete, deswegen begeben wir uns hier zum Teleporter. Teleportieren uns runter zum Raketenstart, also zur Raketenstartbahn. So, dann müssen wir nur hier rausrennen und oben die... So, jetzt haben wir es geschafft und da kommt der Wolfschild auch schon runter. Den nehmt ihr natürlich dann auf mit 4 bzw. X. So. Dann, wenn ihr diesen Schritt abgeschlossen habt, begebt ihr euch wieder zurück in die Mitte zur Pyramide und setzt den Kopf einfach bei dem Wolf links oder rechts. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, da werden wir es auf jeden Fall gleich sehen. Links oder rechts ein. In dem Fall ist es hier der rechte. Setzt wir den ein und es erscheint ein Wolf. Also der Wolf vom Ritter. Den folgen wir jetzt zu 3-4 Spots und bei den Spots müssen wir Seelen sammeln. Bei den dadurch, dass der Wolf, also dadurch, dass wir die Seelen sammeln, kann der Wolf dann diesen Punkt ausgraben und wir finden da einfach menschliche Knochen. Was für Knochen das sind, werdet ihr dann am Ende sehen. Ihr müsst dann, wie gesagt, dann an 3 verschiedenen Spots. Das leuchtet dann so auf. Seelen sammeln. Und sobald das fertig ist, wird der Hund, also der Wolf, hier graben und ihr könnt die Knochen aufnehmen. Solange hält er hier Wache. Das wäre hier zum Beispiel der erste Spot. Der zweite Spot wäre dann hier. Neben dem Auto bei Double Tape. Und der dritte und letzte Spot ist gleich hier bei der Pyramide. Und hier oben wird er dann auch noch hingehen, aber das werden wir dann gleich sehen. So, jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal die Seelen sammeln. Es sind ungefähr, schwer zu sagen, das ist immer verschieden, 8 Zombies oder so, die eben ihre Seele geben müssen.
So. Und wenn das dann fertig ist, wird der Hund uns zeigen, wo wir diese Knochen platzieren müssen. Das wäre auf jeden Fall schon mal der dritte Spot. So, das sind dann jetzt gleich mal die letzten Zombies hier. So, gräbt er hier. Hier kannst du mal weg, bitte. Und wir nehmen das letzte Teil auf. Und jetzt geht er hier hin. Jetzt müssen wir, Leute, während wir an der Wand laufen, auf diese zwei Wölfe da oben einen Pfeil abfeuern. Wieder an. So. Jetzt kommt die Plattform. Wir stehen hier oben, drücken 4 bzw. X und ihr seht, hier wird sich der Pfeil bilden. Dann nehmen wir das natürlich mit herzlichen Dank an. Das ist übrigens der Ritter vom Wolf. Also, das ist der Ritter und der Wolf, der Geist vom Wolf hier. Das war eben der, der uns dazu gebracht hat, dass die Seele, dass er sich rächen kann für seinen Herrn. Und ja, dann legt ihr ihn natürlich hier bei dem Wolfsbogen natürlich ein. Und den letzten Schritt, wie auch schon beim Blitzbogen, einfach nur noch Seelen sammeln. Nachdem ihr die Seelen eingesammelt habt, müsst ihr natürlich einfach nur, sobald ihr halt Platz habt, wenn noch so mit Sachen hingehen und einmal 4 drücken und ihr bekommt den Wolfsbogen, euren fertigen abgebildeten Bogen. So, meiner Meinung nach, opa, jop, okay, meiner Meinung nach natürlich der zweitstärkste Bogen. Für manche ist das auch der erststärkste Bogen. Ich meine einfach, jeder Bogen schaut auf seine Art perfekt und cool aus. Und ja, auf jeden Fall, er macht halt mit einem Schuss einfach nur das. Und wenn ihr zum Beispiel, wie ich hier, eine kleine Horde oder eine große Horde habt, einfach aufladen und schwupp, wird der Geist vom Wolf freigesetzt und er rettet euch natürlich das Hinterteil. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr auch wollt, über ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Haut rein, Leute. Viel Spaß mit eurem Bogen. Ciao, ciao. We'll be right back.